Die Marty Feldman Comedy Machine mit Marty Feldman, Godfrey Cambridge und Spike Milligan. Morgen um dieselbe Zeit? Danke sehr. Tut mir leid, ich kann niemanden empfangen vor dem Essen. Ich habe eine Unterredung mit zwei Herren der Direktion wegen einer neuen Zahnprothese für ein Krokodil. Danke, Sir. Noch etwas, Sir? Ja? Der Reptilienwärterin möchte Sie sprechen. Was, schon wieder? Doch, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich ihn empfange. Schicken Sie mir rein. Oh. Guten Morgen, Lotterby. Es tut mir leid, Sir. Das ist jetzt das vierte Mal, dass er sie verschluckt hat in dieser Woche, ja? Ja, es tut mir leid, Sir. Und setzen Sie die Mütze ab, wenn Sie mit mir sprechen, Lotterby. Ja, Sir. Wie ist es denn diesmal passiert, Lotterby? Er hat wahrscheinlich Geschmack an mir gefunden, Sir. Ich könnte dasselbe sagen. Ich habe die Geschichte allmählich satt. Ich tue es doch nicht absichtlich, Sir. Hohoho, ich kenne Sie doch, Lotterby. Es gefällt Ihnen doch, da drin ein bisschen zu faulenzen. Nein, das tut es nicht, Sir, ganz ehrlich. Doch, das tut es. Nein, es ist eine Möglichkeit, dass Sie Ihre Arbeit schwänzen. Ich meine, jedes Mal, wenn Sie gerade keine Lust zur Arbeit haben, dann laufen Sie runter in mein Reptilienhaus, rennen in den Käfig von dem armen Fred und lassen sich von ihm verschlucken. Nein, Sir, dass er mich verschluckt, ist ein Zeichen von Zuneigung. Halt die Klappe. Was, Sir? Diesmal lasse ich Sie nicht durch damit, Lotterby. Was haben Sie gesagt, Sir? Ich habe gesagt, diesmal lasse ich Sie nicht durch damit, Lotterby. Sie missbrauchen meine Boa Constrictor nicht länger als Erholungsraum. Schreien Sie nicht, Sie könnten Fred aufwecken, Sir. Das ist viel zu kostspielig für uns. Ist Ihnen eigentlich klar, Lotterby? Jedes Mal, wenn wir Sie da rausholen müssen, kostet es 50 Pfund für eine Operation. Dann könnten Sie ihm nicht Knöpfe annehmen, Sir. Halt die Klappe. Schnüre? Nein. Reißverschluss? Nein. Ui, 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 das riskieren Sie nicht nochmal, Lotterby. Jawohl. Sie soll dafür bezahlen diesmal, Lotterby. Ich bin ganz traurig, Sir. Traurig? Was denken Sie eigentlich, wie lange ich das mitmache, Lotterby? Das hätten Sie besser eher überlegt, bevor Sie da reingerutscht sind. Wissen Sie, was wir tun werden? Wir werden Sie nicht operieren diesmal, Lotterby. Wir lassen der Sache Ihren natürlichen Lauf. Das wird aber sehr schmerzlich sein für Ihre Schlange, Sir. Und es wird auch für Sie kein Picknickvergnügen sein. Das hätten Sie besser eher überlegt, bevor Sie da reingegangen sind. Was soll ich denn da drinnen essen, Sir? Vorgekaute Mäuse. Oh nein, Sir. Doch, schafft ihn wieder raus. Oh nein, bitte, Sir, ich tue es nie wieder, Sir. Lotterby. Ja, Sir. Wenn Sie sehr, sehr brav sind, und nur wenn Sie sehr brav sind, werde ich nach Ihren zwei Wochen da drinnen Fred vielleicht überreden, Ihre Frau zu verschlucken. Oh, danke sehr. Nur auf ein Schwätzchen und nicht zu einem Kopulationsbesuch, wie Sie das immer machen. Davon kriegt er einen Schluck auf. Los, schafft ihn wieder raus. Schicken Sie den Nilpferdwärter bitte zu mir rein. Kommen Sie her, Simpkins. Ich habe die Geschichte allmählich etwas satt, Simpkins. Tut mir leid, Sir. Leid, leid. Ach, gehen Sie doch los. Hallo, ich bin dein Granatenbaby. Mach Liebe, nicht Krieg. Oder sonst? Oh. Nefratiti, Königin des oberen Nils. Oh, 20 Jahre lang habe ich drauf gewartet. Sir John, ich... 20 Jahre lang gesucht. Hier ist die Öffnung. Ah, halt. Seien Sie vorsichtig. Oh.
Wir sind zu spät. Wieso? Sie ist tot. Willkommen in Loxby Manor, Mr. Ordish. Dr. Mordred Mintingto. Professor Futong. Hamish MacDonald. Wie recht Sie haben. Also war das Ganze eine Falle? Ja, Mr. Ordish. Ich denke, Sie kennen die Bedeutung des Terminus Schachmatt. Diese esse ich nur, wenn Sie so richtig Schachmatt sind. Nun ist Ihr Spiel wohl endgültig vorbei, Mr. Ordish. Ich wäre lieber nicht zu sicher an Ihrer Stelle, MacDonald. Ich könnte immer noch ein oder zwei Tricks im Ärmel haben. Kowalski, durchsuch seine Ärmel. Nichts, Meister. Gar nichts, hä? Sie denken, Sie könnten mich bluffen? Also gut, nimm den Wagen und fahr nach Moresby und hol das Mädchen. Nicht Susan. Ja, Mr. Ordish, Ihre hübsche Miss Hinton. Sie schreien. Da! Was ist los, Kowalski? Ich kann nicht Auto fahren, Meister. Schwein, Idiot, Teufel, ich bring es dir bei! Danke, Meister, danke. Und nun, Mr. Ordish, ich bedauere, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Und Sie brauchen gar nicht erst zu schreien zu versuchen, weil die alle taub sind. Taub, hören Sie mich? Taub! Ha, 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 ha
Erdgeschoss, bitte. Hilfe! Oh, du meine Güte! Ordentlich! Gott sei Dank, dass wir sie gerettet haben! Großer Scotch! Ich bin in Ordnung, aber Susan! Keine Sorge, sie ist in Obhut! Dank dem Himmel! Roger, Darling! Susan! Schnell, wir müssen sofort wieder raus hier! Strauß ist unterwegs nach Milton, wir warnen zuerst den Professor! McDonald! Chanel, die Tür! So schnell auch wieder nicht! Sie kommen damit nicht durch, McDonald. Oh, meinen Sie? Dies ist ein Colt. Sie kommen damit nicht durch, McDonald. Und der ist geladen. Ich denke nicht, dass Sie durchkommen damit, McDonald. Ihr seid alle blöd. Blöd. Was seid ihr? Blöd. Ja, und dann werde ich euch einen nach dem anderen killen. Einen Augenblick mal, McDonald. Möchten Sie sich dazu äußern? Was tat Spengler denn in Amsterdam? Also gut, Mr. Clever Dick Ordish. Da Sie es unbedingt nicht anders wollen... Obacht! Ah! Ich hole die Polizei! Sie sind doch die Polizei! Dann hole ich noch mehr davon! Spengler kam nach Amsterdam, weil er die Leiche von Hamilton in Keys Wohnung verstecken wollte, damit Brody denken sollte, es wäre der albanische Minister! So, dann hat Spengler gelogen, als er sagte, er wäre nicht in Oxford gewesen! Jetzt ja! Nermamowitsch hat nicht gewusst, dass Hermann ihn betrügen wollte! Ha! Keine Bewegung! Wer sind Sie? Bronski! Wer? Bronski! Bronski? Sie sind nicht bei dieser Produktion. Ach, ich dachte... Oh, Verzeihung. Versuchen Sie es in der Bibliothek. Oh, danke vielmals, Herr. Bibliothek, bitte. So, er hat Strauß gesagt, dass er mit Brody Kontakt aufnimmt. Ja, aber als Kies durch Zufall erschien, musste er Kowalski erstechen. Damit Petersen entdeckt, dass die Leiche von Kowalski in Glorias Wohnung ist. Denn so konnte Hamilton zeigen, wo der Plastikfels versteckt ist. So, er war der Kontakt zu den Japanern in der chinesischen Wäscherei in Wigmore Street. Ha! So, sie haben 2 und 2 zusammengetan. Ganz genau. Hände hoch. Strauß. Obacht! Oh, zu kurz! Also gut! Dies ist eine Kanone! Und sie ist geladen! In 30 Sekunden ab jetzt schieße ich euch über den Haufen und zerfetze jeden Einzelnen! Einen Moment! Es ist gut, Mrs. Otto Basket! Sie kommen jetzt auch daraus! Schnell, Mrs. Otto Basket! Die Tür! Nein, aufmachen Sie, Idiot! Stichwort. Quack. Quack. Ihre Verkleidung kann mich nicht täuschen, Inspektor. Sie können nicht durchkommen damit, McDonald. Oh, wirklich nicht? An die Wand mit euch. Alle. In 30 Sekunden ab jetzt schieße ich euch über den Haufen und zerfetze jeden Einzelnen. Ich schieße euch alle tot. Hört ihr? Alle tot. Ich habe alle Fenster verschlossen. Und die Stockwerk ist 300 Meter hoch im freien Fall. Die Türen habe ich abgeschlossen. Und den Schlüssel habe ich runtergeschluckt. Schnell, schnell, stell ihn auf den Kopf, dreh ihn um. Jetzt geht es. Guten Abend. Wir wollten Ihnen nur sagen, Sir, falls Sie an sowas glauben wie eine Reinkarnation, sind Sie als Mumie zurückgekommen.
Also, Lord Harrington? Lord Harrington? Ja? Ah. Lord Harrington? Ja? Ich befürchte, ich habe schlimme Neuigkeiten hier. Oh, ich kann schon einiges vertragen. Nur raus damit, Doktor. Die Röntgenaufnahme zeigt ganz unzweifelhaft, dass dieser Flügel Ihrer Lunge eine Fälschung ist. Großer Himmel! Sie müssen mir jetzt die Wahrheit sagen. Ja, ich... Woher haben Sie diese Lunge? Oh, wissen Sie, ich, großer Gott, Mann, diese Lunge haben wir in der Harrington-Familie seit mehr als 3 Generationen. Sir Pugh Willoughby Harrington hat diese Lunge, genau diese Lunge! Im Krimkrieg. Und wie Sie sich wohl denken können, hat er furchtbar viel gequatscht. Das hörte ich schon. Ja, als er damals verschieden ist, vererbte er die Pfeife und die Lunge. Und das war die erste Transplantation. Und von da an wurde sie weitergegeben vom Vater an den Sohn als Familienlunge. Bitte setzen Sie sich, Lord Harrington. Ah, gern. Dort bitte. Danke sehr. Das ist sehr interessant. Erzählen Sie doch mal etwas mehr aus letzter Zeit. Oh, heute Morgen, da fühlte ich ein leises Zittern. Ich verstehe. Morgenkuss Zitterus. Ah, danke schön. Haben Sie eigentlich während der Nacht die Fenster auf? Oh ja, weil ich immer wieder zurückklettere durch das Schlafzimmerfenster am anderen Morgen. Bestens. Bestens. Damit ist aufgrund der Evidenz des Witzes klar, dass Sie nur bei Nacht operiert sein können. Und Ihre Lunge, Ihre richtige Lunge, wurde dabei entfernt und replatziert von einer Plastiklunge. Das Original ist zur Stunde unterwegs nach Amerika, wo, Sie haben sicher schon davon gehört. Nein, habe ich nicht. Dann haben Sie es jetzt gehört. Wo die Mediziner einen geradezu empörenden, illegalen Handel mit den Organen unserer Aristokratie treiben. Oh, das ist so klar wie dieser Nasenstoff in meinem Gesicht, Sir. Was ist das? Na, Polystyrene mit ein bisschen Kleister in der Hauptsache. Oh. Sie haben also Körperteile verkauft an reiche Amerikaner, um ihre Landsitze solvent zu halten. Oh Gott, es musste ja einmal herauskommen. Ja, das haben Sie dann ja auch von Ihrer Leber und Ihren Nieren gesagt. Ja, mein Pankreas ist in Pittsburgh und mein Rückgrat in Detroit. Und Ihr Herz? In San Francisco. Ah.
Ja, was dachte ich mir? Oh, schämen Sie sich. Lord Harrington, der fünfte Earl of Harrington. Mitglied im House of Lords und der Rest von Ihnen Flickstoffware für jeden Tom, Dick und Harry in den Staaten. Ich danke Gott, dass England nicht noch lebt heute, um das zu sehen. Ja, Sie müssen jetzt auch den Rest noch erzählen. Wessen Lunge ist das, Lord Harrington? Es ist die meines Butlers. Sehen Sie, er geht jetzt zur Fremdenlegion und die setzen keine Lunge mehr ein im Mittleren Osten, außer einer. Es hat religiöse Gründe, sehen Sie. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Fleisch in ihren Körpern zu haben. Ach so. Ich nehme an, Sie haben auch Ihres Butlers Leber. Und Frau. Mhm. Und, Blase. Hm. Was tun Sie da? Ich mache den Eindruck, dass ich Notizen notiere. Also. Ich hätte Ihnen gerne eine Frage gestellt, Lord Harrington. Das ist mein Plastikohr! Oh, ich bin doch mal zahlen, Lord Harrington. Ja. Ich hätte Ihnen gerne eine Frage gestellt! Sagen Sie mir, wie Sie die Untersuchung bezahlen wollen. Sie können jedes echte Teil nehmen, das noch übrig ist. Mhm. Mhm. Was Passendes dabei? Lord Harrington, seien Sie so freundlich und ziehen Sie doch Ihre Hose mal aus. Hm? Warum? Ich will Ihren Anzug. Ach so. Auch Ihre Krampfadern, da mache ich eine gute Wäscheleine draus. Also, Lord Harrington, Ihnen ist doch wohl klar, dass die Kosten für die Operation natürlich ebenfalls auf Ihr Konto gehen. Ja, und wie soll ich denn das bezahlen? Na, das ist es ja gerade, wie Sie mich bezahlen, ja. Sagen Sie A. A. Ah. Aha, das sind ja doch Ihre Mandeln, die haben die Amerikaner also noch nicht. Fein. Ja, original Georg III, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Sollen Sie von mir aus Londonbridge kriegen? Sollen Sie von mir aus Earl of Snowdons Gallenstein und von mir aus die Queen Mary kriegen? Aber wir werden doch etwas für unser altes Land retten. Jetzt öffnen Sie den Mund und sagen A. A. Das tut Ihnen ganz sicher mehr weh als mir. Nicht, nein! Ist das Ihr Bein? Oh, Verzeihung. Was? Wessen Bein ist das? Was? Ja, zeigen Sie mal, da ist eine Marke drauf. Oh. Oh, es ist von Queen Victoria. Es hat noch die Federn am Ende. Aha, es hat die Haubenschopfkrone. Hallo, Jungen und Mädchen. Und wieder ist es Zeit für unsere tägliche Lektion. Achtung! Gebt Feuer! Die sehen ja schon ein bisschen unansehnlich aus, aber Sie können sie bestimmt noch tragen. Ja. Vielen Dank, Sir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank. Haben Sie das gelesen? Ja. Etwas zu deklarieren? Nein, gar nichts. Danke sehr. Alles in Ordnung. Danke sehr, Sir. Schönen Aufenthalt. Haben Sie das gelesen? Oh, yes. Etwas zu deklarieren? Nein, nur das. Gepäckträger, bringen Sie es hier rüber. Nur das hier. Und was soll das für ein Gepäckstück sein, Sir? Ist das etwa ein Fass mit ausländischem Whisky? Das ist ein Holzsarg. Ein kleines Präsent für die Frau vielleicht? Nein, das ist mein Onkel Egbert. Er ist da drin. Oh, er fliegt wohl ohne Ticket, was, Sir? Mann, sind Sie wahnsinnig? Er ist tot, das ist ein Holzsarg, Sir. Ich komme eben aus der Schweiz zurück, ich habe seine Leiche abgeholt. Aus der Schweiz? Keine Kameras? Sir, ich habe ihn doch bloß heimgeholt, damit mein Onkel in Mutter Erde ruht. Ja, wer kann uns aber garantieren, dass er nicht die Gelegenheit ausnutzt und fotografiert unterirdische Atomanlagen, während er da unten ist, Sir? Hat er irgendwelche Tiere bei sich? Tiere bei sich? Ja, Tiere, was sollte er wohl als Toter mit Tieren im Sarg anfangen? Er könnte sich ja illegal einschmuggeln in das Land, Sir, um so die Quarantäne zu umgehen, Sir. Da gibt's doch die unglaublichsten Tricks, Sir. Ich mache einen kurzen Test, Sir. Entschuldigen Sie mich. Miau. Nein, ich glaube, es ist alles in Ordnung da drin, Sir. Fein, Sir. Ach, Moment mal, Sir. Und wer garantiert, dass er nicht lebendig da drin ist? Ich meine, woher soll ich wissen, dass er tot ist? Er versucht vielleicht hier illegal einzuwandern, lebt hier 5 Jahre und dann will er die britische Staatsbürgerschaft, Sir. Er war dumm, aber er war britischer Staatsbürger. Ja, Sir, aber vielleicht lebt er ein Doppelleben. Möglich ist alles. Hat er eine Arbeitserlaubnis? He is dead. Ja? Er ist entschlafen. Il est mort. Er ist tot. Er ist krepiert. Er ist verblichen. Er ist abgehauen. Macht er Urlaub hier, Sir? Er ist tot. Er ist tot. Fein. Ja, Sir. Kann ich mich auf Ihr Wort verlassen? Ich denke, wir tun einen Blick hinein, Sir. Haben Sie einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Oh, nur keine Sorge, Sir. Ich verschaffe mir Zutritt mit dem amtlichen Zollschlüssel. Dies ist wohl die größte Beleidigung, die Sie dem toten Onkel Egbert antun können. So, gut. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Haben Sie das gelesen, Sir? Er ist Haben doch tot! Sie? Tote können doch nicht lesen, das ist gedrucktes. Er ist tot und kann nicht lesen. Sehen Sie doch nur den Ausdruck von ihm, Sir. Sieht ziemlich abgebrüht aus, Sir. Eingefrorenes Lächeln. Für mich hat er den Ausdruck eines Mannes, der Pornografie schmuggelt, Sir. Er war ein gläubiger Evangelist. Ich erkenne sofort jeden Perversen. Ich bin berühmt dafür in allen Amtsstellen. Ich finde Sehen Sie alle. Doch, hier ist nichts anderes drin, außer meinem Onkel Egbert. Angekleidet für seine letzte Ruhestätte im Free. Ja, Sir. Sagen Sie, kauft ihr noch irgendwelchen ausländischen Whisky vor seinem Hinscheiden? I do not know. Ja, ich sehe schon, Sir. Sollen wir ihn schütteln? Dann können wir sicher hören, ob es rumpelt, Sir. Nein, ich werde nicht erlauben, dass Sie schütteln und meinen Onkel rumpeln.
Gut, wenn das so ist, dann gehe ich davon aus, dass er ausländischen Whisky angeführt hat und stelle Ihnen die Zollkosten in Rechnung. Also dann, Sir, das ist Whisky, Holzsarg selbstverständlich, plus eine Bibel. Ich sehe, sie wurde in Deutschland gedruckt. Das macht im Ganzen 200 von Zollkosten in Cash, bitte. Ich habe aber nicht so viel Money. Haben Sie nicht. Oh, tja, tut mir leid, Sir. Dann müssen Sie ihn abholen bis in 6 Monaten oder sonst sind Sie, Oder sonst was? Oder sonst wird er überführt in den persönlichen Besitz auf Her Majesty the Queen. Oh, das würde er gerne tun. Das würde er gerne tun. Die Queen würde ihn aufnehmen. Natürlich. Schon immer wollte er so gerne den Buckingham Palace. Bless the Queen. Oh, was für ein Glück. Das britische Empire geht noch lange nicht unter. Sehr geehrte Eure Majestät, oder dürfte ich Sie auch Mrs. Edinburgh nennen? Heute annonciere ich Ihnen Onkel Egbert und 30 Quadratfuß Schweizer Pinienholz, zuzüglich der Kollektion von Himalaya-Pilzen und des deutschen Damenimitators, die ich schon konfisziert habe für Sie diesen Monat. Ich erhalte sicher von Ihnen schon in nächster Zeit meine Erhebung in den Ritterstand. Ich verbleibe Ihr... Schön Sie bitte. Hey, Geld her oder ich schieße! Ich muss schon bitten, Sir. Die Lady ist noch vor Ihnen dran. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich warte. Die Summe stimmt, Madam. Ich hoffe, alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Danke vielmals. Geld her oder ich schieße! Tut mir schrecklich leid, Sir. Abhebung in der nächste Schalter. Oh. Geld oder ich schieße! Diese Position ist geschlossen. Ach so. Geld her oder ich schieße! Haben Sie eine Lizenz für das Eisen, Sir? Nein, dafür habe ich keinen Schein. Tut mir schrecklich leid, Sir, aber das wäre doch illegal. Oh. Ich würde vorschlagen, Sie laufen eben über die Straße in das Postamt und erwerben eine Lizenz. Ich bin sicher, dass das in Ordnung geht. Könnten Sie das aufbewahren für mich? Oh, könnten Sie mir Platz verhalten? Ich bin nicht wieder da. Sehr viel Wetter haben wir hier gehabt in letzter Zeit. Ja, das kann man wirklich sagen. Typisch für diese Jahreszeit. Ja, wirklich. Eben noch geschafft. Also, Geld her oder ich schieße! Haben Sie ein Konto bei uns, Sir? Nein. Würden Sie wohl so freundlich sein, sich zu identifizieren? Nein, das bin ich nicht. Das bin ich? Oh, dann bin ich großartig. Ja, oh, bitte sehr, mich? Sir. Noch mehr. So noch mehr. Viel Geld. Das bisschen auch noch, Sir. Ist das nicht Ruhe. Wundervoll? Ich verhafte Sie wegen Amtsanmaßung eines Polizeioffiziers. Oh, nein, nein, nein. Gut gemacht, Constable. Am Schluss gehen Sie doch alle in die Knie, Sir. In der Tat. Also dann los. In der Tat, ja. Hallo, Mädchen und Jungen. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die sich in einem fernen Land zugetragen hat. Dort, hoch oben auf einem Berg, stand ein wunderschöner Palast. Im Innern des Palastes waren Hunderte und Hunderte von prachtvollen Räumen. Und in einem dieser Räume lebte ein fröhlicher kleiner Kakerlak namens Don. Don war glücklich, ein Kakerlak zu sein. Er mochte gern unter den Dielenbrettern herumlaufen. Er mochte gern die Küchenwände raufsausen. Aber am liebsten mochte er in dunkle Schränke klettern, um da solche Sachen zu machen, wie Kakerlaken eben machen. Als Don gerade eilig über den Küchenboden trippelte, wurde er plattgetreten und zu Brei zermanscht. Eigentlich gar nicht so wichtig, denn Kakerlaken sind ja nicht so wahnsinnig interessant, oder? Wie dem auch sei, der Fuß, der ihn zerdrückte, war es ganz bestimmt, denn er gehörte einem gewissen Mr. Jeremias Bügelfalte, dessen Bruder Hildegard einen sehr guten Freund hatte. Bitte recht freundlich.
der einen sehr guten Job bei einem Buchhalter hatte, der die Steuern eines bekannten Arztes bearbeitete, der einst eine Mandeloperation vornahm an der Schwester eines berühmten Boxers, dessen größter Bewunderer seine Mutter war, die einmal ein kurzes Verhältnis mit einem Rohrleger hatte, der die Rohre zu reparieren pflegte, die einem Wanderzirkusartisten gehörten, dessen kürzlich verwitwete Kindsbraut durch einen Vetter dritten Grades über mehrere Onkel und Tanten verwandt war mit einem männlichen Striptease-Künstler. Dessen Aufwartefrau gerade in diesem Augenblick mit einer Mission zur Aufstöberung und Vernichtung von Kakerlakenkolonien beauftragt war. Einer dieser Kakerlaken hieß Don. Don war glücklich, ein Kakerlak zu sein. Er mochte gern unter Fußbodendielen herumlaufen. Hey, das hast du schon gesagt. Hören Sie, muss das sein? Scheint schwer verletzt zu sein. Wahrscheinlich spricht er mit dem Arzt. Guten Abend. Willkommen zu Exposé, dem Programm, das Ihnen Mitmenschen und ihre Probleme zeigt, mit konzis, präziser Oberflächlichkeit. Jede Woche richten sich unsere Kameras daher auf soziale Außenseiter, auf unerfreuliche Ausfälle, denn eine pathetische, seelenbringende Entwicklungsstörung zerstörte sein oder ihr Leben. Aber es genügt nicht, wenn Sie sich nur vergnügen dabei. Hören Sie gut zu. Sie könnten vielleicht jemandem helfen, den Sie kennen und der auch im dunklen Elend sitzt. Heute also ein Mann, der nur noch ein Schatten ist von dem Wrack, das er einst war. Ein Mann und sein Leben, welches erschüttert wurde von einem Problem, über das er nun reden wird, mit seinen eigenen, mitleidsvollen Lippen. Da hierdurch keine Beunruhigung unter den Mitgliedern seiner Familie entstehen soll, denn manche von ihnen leben noch, oder wenigstens teilweise, werden wir ihn ansprechen als Mr. X. Guten Abend, Mr. X. Nennen Sie mich B. Mr. B, ja. Würden Sie unseren Zuschauern mal erzählen, wieso Sie heute hier sind? Ja, ich habe mich entschlossen zu reden, damit anderen, ganz besonders jungen Menschen, nicht dasselbe passiert. Und wie entwickelte sich die Geschichte schließlich? Ich endete bald als Süchtiger. Absolut süchtig. Bitte erzählen Sie doch mal, Sie müssen dahin sehen. Bitte erzählen Sie doch mal, wonach Sie eigentlich süchtig sind. Ich bin süchtig nach Beuteln. Beuteln? Ich habe die Angewohnheit und ziehe mir solche Beutel über den Kopf und schneide Öffnungen für meine Augen rein und meine Lippen. Sie sind süchtig danach, Beutel überzuziehen mit ausgeschnittenen Augenlöchern, sodass Sie sehen können, ja. Wie lange haben Sie dieses Problem? Bald 20 Jahre. Ja, ja. Wie ging es los? Ich meine, als Sie das erste Mal, ich glaube, der Fachausdruck heißt, angetörnt waren vom Beuteln. Ich war noch ein Kind, sehen Sie. Ich hatte gerade Peanuts gegessen und ich hatte eben die letzte aufgegessen und dann wollte ich den Beutel wegschmeißen, natürlich. Doch dann, aus einem unerklärlichen Grund, habe ich den Beutel über den Kopf gezogen. Ja, sicher, sicher. Vielleicht nur aus Spaß. Aus Spaß, ja, oft geht es ja so los, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, er hat nicht mal... Gar nicht gepasst, aber dann das nächste Mal kaufte ich einen größeren Beutel mit Peanuts. Und dann andere Dinge und alles, was man in Beuteln kriegt. Ich konnte nur Beutel über den Kopf ziehen. Fühlen Sie sich auch okay? Oh, ja, das ist cool. Das war nur die Erinnerung, wissen Sie? Könnten Sie uns erzählen, was war der Höhepunkt von Ihrer Süchtigkeit? Oh, vor 5 Jahren war ich auf Säcke scharf. Eine sehr kostspielige Angelegenheit, denke ich mir. Ja, ich kaufte schon 20.000 Pfund Kartoffeln die Woche und ich esse nicht mal welche. Als es mir schließlich gelungen war, den Mittelsmann abzuhängen, kam ich endlich an den großen Beutelpusher ran. Ja, ich glaube, die heißen auch, das las ich jedenfalls, die Dealer, die Hustler, die Beutelschneidermänner, könnte man sagen. Jeder Händler, der einen Beutel an Jugendliche gibt, sollte erschossen werden. Haben Sie jemals versucht zu, ich glaube, der Fachausdruck ist, auszusteigen? Oh ja, ich habe Gruppentherapie versucht, wissen Sie? Ja. Ich meine, wir sitzen da alle rum in lauter Beuteln und reißen das Problem auf. Ja, sozusagen. Und Sie alle tragen Beutel über dem Kopf, ja? Ja, aber wissen Sie, was mich getroffen hat? Sie haben nicht alle wie ich angefangen. Sie hatten nicht alle die Beutel auf dem Kopf. Manche wickelten die Beutel um die Arme und zwar so, dass man mit dem Mund noch essen konnte. Man konnte ja die Marken sehen, auch an den Beinen. Was bringt ein Mann doch um?
Ich habe gleich mit dem Beutel über dem Kopf angefangen. Eine letzte Frage, Mr. B. Was, glauben Sie, wird die Zukunft Ihnen noch bringen? Ich glaube, ich werde okay sein. Tatsächlich? Ja, wegen der Gruppentherapie. Und ich glaube, ich habe eine Religion gefunden. Wow! Oh, das ist wundervoll, das ist fabelhaft. Endlich fühle ich mich nicht mehr, als ob ich allein wäre. Ich brauche den Beutel, verstehen Sie? Sie haben Religion gefunden, aber es muss doch schwierig sein, sie darunter zu verkünden. Ja, manchmal schon, ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich komme los, wissen Sie? Sie fühlen, Sie könnten... Ich fühle, dass er mir hilft. Ich fühle, dass ich diesen Beutel nehmen könnte und vielleicht... Sie könnten die Kamera auf Mr. B. haben. Sie fühlen, dass Sie es könnten. Ja, ich glaube vielleicht. Er wird mir helfen, diesen Beutel etwas zu lüften von meinem Kopf. Moment sein. Ja. Beutel runter! Bitte tun Sie wieder runter! Bitte, bitte, Mr. B., sind Sie wieder ganz in Ordnung? Die Wirklichkeit ist da draußen. Mann, das ist ja grässlich. Das ist eine Welt. Kann ich Ihnen das Wasser geben? Ja, mein Mund ist hier unten. Danke sehr, ich fürchte, wir müssen das Programm beenden. Im Jahre 1670 wurden auf der Insel Korsika zwei Kinder geboren. Im selben Dorf, im selben Haus, am selben Tag, zur selben Stunde. Sie waren in der Tat identische Vettern. Die legendären korsischen Cousins. Ihre Beziehung war vornehm und edel zu nennen. Sie wurde nur durch einen höchst außergewöhnlichen Umstand gestört. Wenn einem von ihnen Schmerz widerfuhr, so spürte ihn der andere ebenfalls. Stieß einer sich den Zeh, fühlte der andere den Schmerz. Und das betraf alle Teile des Körpers. Und umgekehrt. Um diese bizarre Situation noch mehr zu verwirren, teilten die identischen korsischen Cousins einen weiteren Fluch. Sie liebten beide dasselbe Mädchen. Das Problem der korsischen Zwillinge, ihre Gefühle zu teilen und dasselbe Mädchen zu lieben, führte zu einem Leben von unerträglicher Konfusion. Und natürlich war die Wirkung auch umgekehrt. Schließlich konnten sie es nicht mehr länger aushalten. Die Zwillingsvettern beschlossen, dass, da sie sich nun einmal liebten, ein gemeinsames Leben unerträglich war. Sie wollten miteinander kämpfen bis zum Tode. Einer von ihnen musste sterben. Oh,
Es war hoffnungslos. Die Korsen konnten weder zusammen leben noch zusammen sterben. Aber ihre Geschichte hat dennoch ein Happy End. Sogar ein doppeltes. Morgen um dieselbe Zeit? Goodbye. 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 Oh, my God.